Servus Leute, Chris ist am Start und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, zu einem weiteren Sprint to Glory Showdown. Nachdem er jetzt am vergangenen Sonntag ausgefallen ist, gibt es als Entschädigung heute für euch einen STG Showdown, aber nicht nur heute, sondern auch am kommenden Wochenende dann über zwei Saisons, wie versprochen. Und natürlich mit dem traditionellen Gast in einem STG Showdown bei mir auf dem Kanal, mit dabei ist der Dennis. Servus YouTuber von mir, herzlich willkommen. Letzte Woche ausgefallen, diese Woche dafür doppelte Ladung, jetzt ein Saisons, Wochenende zwei und dann starten wir mal rein. Wir gehen hier bei mir auf dem Kanal rein mit dem Hamburger SV und das wir das Ganze komplettieren, das Aufsteigerduell natürlich perfekt machen können. Zumindest aus zwei Teams, die ja vermeintlich um den Aufstieg mitspielen sollen, gibt es parallel bei Dennis natürlich auch noch ein Video, was online gekommen ist. Hau gerne mal raus, mit welchem Club bei dir. Genau Leute, zweite Bundesliga, da aber mit der Hertha frisch abgestiegen und da wollen wir sie natürlich auch frisch wieder in die Bundesliga bringen. Beides natürlich absolute Favoriten, was den Aufstiegskampf in Liga 2 angeht. Der HSV wird dieser Rolle so ein bisschen mehr gerecht. Schalke ist irgendwie komplett außen vor und Hertha kommt aber langsam wieder so in Fahrt, wo sie dann auch hinwollen. Es wird auf jeden Fall ein ganz cooles Duell. Ihr seht jetzt nochmal im Hintergrund auf jeden Fall das Regelwerk. Kurz und knapp, Pause drücken, Screenshotten. Ihr wisst ja auf jeden Fall Bescheid, wie das Ganze läuft. Über eine Saison am Ende werden Punkte gezählt und ich hoffe, ich kann meinen ersten Sieg in einem STG Showdown einfahren. Ich bin ja aktuell komplett in der Krise. Aber naja, vielleicht wird's ja was. Wenn es euch gefällt, lasst super gerne natürlich einen dicken Daumen nach oben da. Schreibt weiter fleißig Kommentare, auch mit Teamvorschlägen für weitere STG Showdowns. Gerne auch einen Kommentar für den Algorithmus. Und um nichts mehr zu verpassen, kostenlos abonnieren. Video bei Dennis abchecken. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir starten rein. Sommertransferphase, 20 Minuten. Let's go. Unsere Mannschaft stand jetzt in Bestbesetzung wie folgt im 4-3-3 halten. Das sieht ja alles recht stabil aus, aber trotzdem, ich will die Mannschaft weiter verbessern. Das ist natürlich auch Pflicht. 26 Millionen, wir haben einige Spieler bereits von Laien zurückgeholt, haben alle auslaufenden Spielerverträge langfristig verlängert und gucken jetzt einfach mal, was man hier heute alles ändern und anpassen kann. Ich bin sehr gespannt. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Der Timer läuft in 3, 2, 1, let's go. 20 Minuten, es muss was passieren. Und ich denke aber halt hier, mit den finanziellen Möglichkeiten sind wir da wahrscheinlich auch nicht ganz chancenlos. Okay, Freunde. Der Timer beginnt in 3, 2, 1, let's go. Ich habe schon mal ein bisschen was getan, wir sind ja hier schon ein bisschen in der Karriere drin und ich habe schon mal mein System gefunden, nämlich die gute alte Dreierkette. Zum selber spielen finde ich Dreierkette eigentlich maximal Müll, aber so für Simulationen, warum mal nicht? Folgende Namen landen auf der Transferliste, das habe ich auch schon mal ein bisschen so im Vorhinein gemacht. Wir haben hier Jatta, Benisch, Glatze, Königsdörfer, also Spieler, die halt vor allen Dingen auch ein bisschen Transferbudget bringen. Was aber hier zum Start gar nicht mal so verkehrt ist, wir haben das höchste Budget der gesamten Liga mit 27 Millionen. Ich frage mich aber auch immer, wie EA auf solche Budgets kommt, das ist mehr als so mancher Verein in der Bundesliga. Die Verkäufe sind voll im Gange, Leute. Auf der anderen Seite beginnt jetzt aber auch schon die Zweitliga-Saison und jetzt müssen wir Neuzugänge holen. Wir haben jetzt einfach mal 62 Millionen Euro Budget und das basiert auf so einigen richtig stabilen Verkäufen des Assistenztrainers, zum Beispiel Königsdörfer für 5,4 Millionen. Wir haben Benisch verkauft, Jatta, Reis, okay, das war ungeplant, der hatte wahrscheinlich eine Freigabesumme, scheiße. Dann haben wir Dompe und zu guter Letzt noch Glatze für 5,5 Millionen, also wir müssen doch einiges mehr jetzt tun, also gerade mit dem Reisverkauf, als ich eigentlich vorhatte. Legen wir so los auf den Flügel und da hole ich David Costa von Lens, der soll aber nicht links, sondern auf der rechten Seite spielen. Womit der erste Transfer jetzt also dann noch durch ist, 74er Gesamtstärke, 80er Potenzial und 22 Jahre jung. Wir haben einige Spieler verkauft und angefangen bei Suhonen 1,9 Millionen, Jatta zum Middlesbrough für 3,5, Method bringt 2,4 Millionen, 640.000 mehr geht. Wir haben 2,4 auch für Ambrosius bekommen und weiter geht's dann hier mit 2,55 für Sebastian Schonlau. Das sind all unsere Abgänge, viel mehr werden es wahrscheinlich auch nicht mehr. Jetzt heißt es 45 Millionen und natürlich eine Shoppingtour, die jetzt geplant ist. Wir brauchen neue Außenverteidiger, wir brauchen einen neuen Sechser und eigentlich auch noch einen neuen Flügel. Heißt insgesamt, ja, mal mindestens 4 Neuzugänge, im besten Fall vielleicht sogar 5, sodass man dann auch noch irgendwie einen neuen Innenverteidiger neben Haier dazu bekommt, denn der geht, ja, dank Positioning Change mal Minimum plus 2 nach oben. Lassen wir uns überraschen, starten rein, aber zwischendrin wird wahrscheinlich auch wieder was bei Dennis passieren. Ebenfalls für die Flügelposition holen wir dann Antonio Nusa, der hier in der Karriere schon zum FC Bayern gewechselt ist und da zahlen wir, glaube ich, knappe 5 Millionen Euro für das Top-Talent. Einen neuen Keeper möchte ich dann ebenfalls holen und da habe ich Bart Verbruggen im Visier von Brighton. Verbessern tun wir zwar nicht in der Gesamtstärke, aber wir haben einen Keeper mit unfassbarem Potenzial und da tauschen wir eben Heuer Fernandes und 9 Millionen ein. Fürs Mittelfeld lasse ich mich nicht lumpen, Leute, und wir holen eines der besten Talente im Spiel. Und zwar holen wir da Zaire Emery von Paris Saint-Germain, für den wir mit 14 Millionen auch ordentlich was bezahlen müssen. Der hat aber auch mit seinen gerade mal 17 schon eine 75 und 88 Potenzial. Wir wollen jetzt jeweils natürlich den ersten Doppelpack auf der Außenverteidigerposition durchführen und später dann auf dem Sechser und auf dem Flügel. Victor Gomez wechselt also hier aus der La Liga. Kostet uns 12,4 Millionen. Oder ist es gar keiner aus der La Liga? Könnte auch aus der Liga Portugal sein. Ist aber ein spanischer Rechtsverteidiger. Ja, 23 Jahre, hat eine 74, 12,4 Millionen. Sehr, sehr viel Geld. Trotzdem natürlich Geld, das wir in die Hand nehmen. Denn wir müssen uns zwingend auf den Außenverteidigerpositionen verbessern. Er kommt übrigens von Braga. Victor Gomez, ja gut. Er ist immerhin Spanier, kommt aber aus Portugal. Also ich lag nicht ganz so falsch. Aber ihr wisst ja, wer es jetzt ist. Machen wir die andere Seite zu. Ridwan Yilmaz wechselt von den Rangers. Türkisches Außenverteidiger-Talent, hat ebenfalls eine 74. Ist sogar erst 22.
22 und hat, glaube ich, sogar ein 3 oder 84er Potenzial als Außenverteidiger. Absolut top. Ist natürlich ganz wichtig. Wir verbessern uns. Das Geld wird zwar immer kleiner. Wir haben jetzt zwar noch 20 Millionen, brauchen aber auch noch zwingend einen Sechser und einen Flügelspieler. Ja, und das ist natürlich einfacher gesagt als getan. Unser neuer Stürmer ist dann ebenfalls gefunden und korrigiert mich, wenn ich falsch liegen sollte. Aber ich glaube, Gift Emanuel Orban, das war ja letztes Jahr einer der größten Shootingstars. Ich hoffe, ich habe seinen Vornamen ansatzweise richtig ausgesprochen. Der ja noch irgendwie in der zweiten schwedischen Liga gespielt hat, dann im Winter irgendwie zu Gent gewechselt ist und da komplett dann ausgerastet ist. Also wenn mich nicht alles täuscht, dann ist das dieser Kollege hier und der wird jetzt der neue Stürmer beim HSV. Und ich dachte gerade, dass wir die Verhandlungen irgendwie verkackt haben. Keine Ahnung wieso, aber er ist am Start. Mit Simon Kjær bringen wir dann in der Innenverteidigung noch hoffentlich das nötige Maß an Erfahrung rein. Meine ursprüngliche Idee war auch Hummels zu holen, aber mir ist das Ganze ein bisschen zu risky und deswegen gehen wir also mit Kjær vom AC Mailand, der damit aber auch immerhin wieder sein Comeback in der Bundesliga feiert, denn man darf ja nicht vergessen, er war, wenn mich nicht alles täuscht, beim VfL Wolfsburg. Samu Costa, Portugiese vom RCD Mallorca, kommt jetzt aber wirklich aus der La Liga, diesmal ist die Konstellation aber der andere. Neuer Sechser, 22 Jahre jung, 74er Gesamtrating, Levin Öztunali im Tausch und 8 Millionen obendrauf und damit haben wir einen neuen Abräumer. So sieht er auch aus, vor der Viererkette, ganz, ganz wichtig. Vor ihm logischerweise Ludovic Reis und wahrscheinlich auf der 10 entweder Laszlo Benesch oder vielleicht Emanuel Ferrei. Wir müssen noch schauen. Das also ist jetzt die dritte von vier Baustellen und die letzte, hoffentlich auch das Beste kommt zum Schluss, geht jetzt noch auf die Flügelposition. Das Beste kommt zum Schluss, weiß ich nicht unbedingt, aber Amad Diallo, 21 Jahre jung, 74er Gesamtrating, kostet uns gerade mal 7 Millionen von den Red Devils. Wir haben auf der einen Seite natürlich Dompe, wir haben noch Ranchford Yeboah Königsdörfer und sind damit in der Breite okay, solide aufgestellt, wobei ich die Breite eigentlich recht gering halten möchte, denn das birgt natürlich auch immer wieder das Risiko, dass der Co-Trainer Spieler zum Einsatz bringt, die wir nicht unbedingt für die Startelf vorgesehen hatten. Ihr kennt das ganze Problem. Aber jetzt ist es eben so, der vierte Neuzugang ist fix und ich will hier auch noch ein bisschen Geld für den Fall, sollten wir jemand abstoßen müssen. Die Sicherheit braucht man auf jeden Fall, muss man irgendwo so ein bisschen mit einberechnen. Haben wir aber und deshalb sind wir dann offiziell fertig mit unserer Sommertransferphase. Zu guter Letzt, Leute, tauschen wir also nochmal Jonas Meffert ein, um einen weiteren Routinier zu holen. Für ein weiteres Top-Talent, da reicht unser Geld nämlich nicht für aus und deswegen hole ich João Paulo von den Seattle Sounders aus den USA, aus der MLS, soll also unser neuer Mittelfeldspieler werden. Wir tauschen Meffert ein und zahlen nochmal 3 Millionen obendrauf. Und jetzt gleich präsentiere ich euch unsere endgültige Mannschaft dann. Freunde der Sonne, die Mannschaft steht. Mit Dreierkette also, mit Orban vorne im Sturm. Ferrei habe ich die Position zum linken Flügel geändert. Wir haben Costa hier auf der rechten Seite. Van der Bremt muss sich auch noch die Position ändern, sollte sich aber auch steigern. Dann haben wir Zaire Emery und Paulo gerade angesprochen. Nusa auf der linken Seite, dann in der Dreierkette noch Kjær mit drin. Heyer muss sich auch noch die Position ändern und Verbrüggen im Tor. So viel also dazu. In der Breite sieht der Kader vielleicht jetzt nicht mehr so spicy aus, aber dafür haben wir jetzt eine Startelf, von der ich eigentlich ziemlich sicher bin, dass wir schaffen sollten, in die Bundesliga aufzusteigen. Die Sommertransferphase liegt also hinter uns und natürlich geht es jetzt ran an Snipen. Dreimal eine Fünferauswahl, aber vorher ist wieder mal wichtig zu wissen, wie viele Transfers denn insgesamt getätigt worden sind und Dennis, schieß gerne mal los. Wenn mich mein Auge nicht täuscht, dann sind es 7. Oh, dann bin ich bei 4. Ja, 4 finde ich auch schon wieder gut. Ich hatte 4 Baustellen, die habe ich allesamt behoben. Für mehr hat es dann auch nicht mehr gereicht. Aber 7 und 4, das ist ja nahezu wieder gefühlt das Doppelte jetzt hier bei dir. Auf jeden Fall. Ja, Dennis, du bist der Gast. Dann schieß doch gerne mal los mit deiner ersten Auswahl. Richtig, ich habe erstmal einen neuen Keeper geholt. Also ich glaube, ich gehe einfach auch ein bisschen mehr ins Risiko, als du es tust. Deswegen, also ja. Am Ende könnte es beim Snipen hier wieder alles zurückkommen für mich. Ich habe einen neuen Keeper geholt. Ich habe aber heuer Fernandes eingetauscht. Das heißt, ich könnte hier gleich schon am Ende sein. Wir machen, ja, keine langen Filme hier, deswegen kommen wir zur Auswahl. Ich habe einmal hier Muric vom FC Burnley. Wir haben Kova von Bayern 04 Leverkusen. Der ist, glaube ich, relativ neu. Wir haben Verbrüggen von Brighton. Kevin Mier von Atletico Nacional und Moises Ramirez irgendwo aus, keine Ahnung wo, aus Südamerika. Okay, die sind ja aber alle gar nicht so viel besser, wenn überhaupt, als Heuer Fernandes. Ne? Ja, also alle haben eine 73, 74, 75 und halt Potenzial nach oben. Also mir ging es eher ums Potenzial in dem Fall. Also, dass man das dann auch ausschöpfen kann, genau, in dem einen Jahr. Ja, okay, okay. Ja, weil ich den Mier auch schon des Öfteren mal verpflichtet habe, würde ich einfach mal mit ihm gehen. Keine Ahnung, National oder so, irgendwo spielt er ja, glaube ich, Kolumbianer, genau, oder so, wenn mich nicht alles täuscht. Exakt, gell? Mein Freund. Jawohl, dann würde ich mit Mier gehen. Ja, ist ein Kollege von dir sozusagen und darauf habe ich auch gehofft, dass du ihn oder Ramirez nehmen würdest auf dieser Basis. Ich habe aber am Ende den wahrscheinlich auch teuersten der Liste geholt mit Bart Verbrüggen von Brighton. Stark, okay, sehr, sehr stark. Wäre ich niemals draufgekommen, aber trotzdem, dein Torhüter darfst du behalten. Let's go. Bringt dir dann hoffentlich auch ein bisschen mehr Spannung für den Showdown, denn wenn dann sonst Matteo Raab oder so drin gestanden hätte, wäre vielleicht schon ein Rückschlag auf jeden Fall gewesen, auf jeden Fall. Okay, ich habe tatsächlich weiter voller Fokus auch auf Heuer Fernandes. Ich finde den eigentlich stark, ab und zu kommt mal ein Patzer dabei rum, aber trotzdem, ich setze auf ihn. Habe aber dafür auf der Außenverteidigerposition was geändert und einmal auf der rechten Seite. Vielleicht einige, die dir bekannt vorkommen, für mich waren auch zwei komplett neue, unter anderem Milan van Ewijk
ja, von Coventry City. Dann haben wir von Sporting Braga Victor Gomez. Es geht weiter hier mit Devin Rensch, kennen wir alle von Ajax. Dann auch Livramento, jetzt frisch bei den Magpies, gewechselt von Southampton dorthin, also zu Newcastle. Und wir haben noch Amar Dedic, ja, Rechtsverteidiger aus der österreichischen ersten Liga. Ja, von 73 bis 75 ist da alles mit dabei. Victor Gomez klingt wie so ein Chris Leches-Transfer und den logge ich einfach mal ein. Nein, ich habe noch nie so einen Spanier verpflichtet. Das ist aber Victor Gomez geworden. Ja, das war so ein bisschen wie bei dir. Du sagst, ah ja, den holst du immer. Dann sag ich, ah nee, Bruder, den hol ich nie. Ja, so war das jetzt. Hast du ihn geholt? Ja, ich habe den geholt, ja, Victor Gomez. Ja. Check, let's go. Also ich habe den wirklich noch nie, habe ich jetzt irgendwie, ich dachte so, ja, der ist voll unscheinbar. Gar nicht eigentlich so meine Transfertaktik. Ich gehe mit dem, ja, so viel zum Thema. Aber ich habe extra noch Geld übrig gelassen, um den dann abzustoßen. Muss halt Van der Bremt oder Muheim auf die andere Seite. Naja, vorausgesetzt, ich muss Muheim nicht für links planen. Kommen wir später aber dazu. Mhm. Dennis, jetzt schieß mal los für deiner zweiten Fünfer-Auswahl. Genau, ich spiele ja wie gesagt Dreierkette und habe mir da auch einen neuen Achter geholt, weil Reis, da wurde die Freigabesumme gezogen von Leicester. Das heißt, ordentlich Geld wurde reingespült in die Kassen und ich habe mir ein absolutes Top-Talent verpflichtet. Wir haben zur Auswahl einmal Fabio Miretti von Juve, wir haben Baturina von Dinamo Zagreb, wir haben Zaire Emery von Paris, wir haben Pablo Barrios, der ist ja auch relativ neu, von Atletico und ein Talent von der Roma, nämlich Eduardo Bove. Ja, was soll ich sagen, ey? Das ist so eine 20%ige Wahrscheinlichkeit, weil jeder könnte es natürlich sein. Mhm. Ich schließe jetzt einfach mal Miretti aus, weil ich glaube, der könnte somit der teuerste sein. Okay. Bove oder Bove finde ich eigentlich auch ganz stark, aber irgendwie weiß ich nicht. Wie heißt der nochmal, der von Atletico? Pablo Barrios. Ja, ich gehe mit dem einfach mal. Komm, keine Ahnung. Gestern erst Atletico noch mal ein bisschen geschaut. Der Junge war auch wieder mit von der Partie. Gehe ich einfach doch auch mal mit einem Spanier tatsächlich an der Stelle. Ich sag mal so, zum Glück hast du kein Paris-Spiel geschaut, weil dann hättest du vielleicht ja, seine Emery genommen. Und den habe ich auf jeden Fall auch geholt fürs zentrale Mittelfeld. Ist wahrscheinlich somit das beste Talent. Also neben Miretti halt mehr Potenzial und noch mal 2 Jahre jünger. Aber ja, Miretti ist schon wahrscheinlich der Beste. Aber nee, ich habe seine Emery geholt. Okay, ja, habe ich natürlich auf dem Schirm. Ja, also ist ja Stammspieler jetzt hier unter Luis Enrique bei Paris Saint-Germain. Macht einen überragenden Job. Einer der wenigen Hoffnungsträger, habe ich so das Gefühl, aktuell im Mittelfeld. Also zumindest, wenn es mal nicht so gut läuft. Ja, jung und trotzdem zieht er die Leute schon mit. Also, vielleicht ja auch bei dir einer, der dich in Richtung Liga einschießt. Bei mir ist die nächste Position keine, die vermutlich für ganz viele Tore steht. Aber es ist die andere Außenverteidigerposition. Und da kommen wir jetzt quasi auch wieder zum Thema mit Muheim, den ich eigentlich halt da als Backup noch geplant hatte. Aber ich hoffe, ich darf meinen Spieler behalten. Zur Auswahl gibt es einmal Josh Doig, Schotte von Hellas Verona. Wir haben dann hier Björn Meyer, das ist der Niederländer von Brügge. Mhm. Es geht weiter mit Ian Maaßen vom FC Chelsea, auslaufender Spielervertrag ja zu Beginn. Wir haben dann Ridwan Yilmaz, der ist der türkische Linksverteidiger von den Rangers. Und wir haben Milos Kerkic, der Ungar von Bournemouth. Wer hat da so das beste Rating, so meiste Wert? Kerkic hat 75, Doig hat 75, Yilmaz startet glaube ich mit einer 74. Maaßen müsste auch mit einer 74 starten und Meier mit einer 73 ist der Schwächste. Ich bin so ein bisschen am Hin- und Her-Schwanken zwischen dem Kollegen mit einem auslaufenden Vertrag. Wer war das nochmal? Ian Maaßen, also ja, der genau, war Maaßen. Ja bei Burnley ausgeliehen. Aber du hast auch nur so wenige Transfers gemacht, deswegen, ich weiß es nicht. Ich gehe einfach mal mit Björn Meier. Okay, ja, dann darf ich zum Glück meinen Yilmaz behalten. Ich habe nämlich den Türken von den Rangers verpflichtet. Ja, okay, sehr gut, immerhin. Let's das go. Heißt, ja. Also da haben wir noch eine Auswahl bei dir. Und jetzt kommen wir zu meiner letzten, aber es geht nochmal um einen, ich kann nicht reden, Alter. Es geht nochmal um einen neuen Innenverteidiger. Und da haben wir, ja, Routiniers zur Auswahl. Also das ist so die einzige Position, wo ich einen Routinier geholt habe. Nee, gelogen, es gibt noch eine andere Position, aber die kommt nicht zur Auswahl. Und zwar haben wir da auf dem Zettel einmal den guten Hummels vom BVB. Wir haben Coates von Sporting Lissabon. Wir haben Bonucci von Union Berlin, dann haben wir noch Simon Kjær vom AC Mailand und ein bisschen jünger als der Rest ist, glaube ich, Marc Bartra von Betis. Ja, ich habe irgendwie, ich würde jetzt mal so vom Bauchgefühl her sagen, der Spieler, der stabil ist, Preis-Leistungs-Verhältnis auch ganz stark und sich vielleicht nicht so krass verschlechtert wie der ein oder andere aus der Fünfer-Auswahl, wäre bei mir Coates. Keine Ahnung, vielleicht liege ich da auch falsch, aber vom Gefühl her habe ich das in FIFA 23 zumindest so wahrgenommen. Vielleicht auch in EAFC und deshalb logge ich den Spieler von Sporting ein. Ja, ich habe auch gerade ein bisschen Scheiße gelabert, denn er ist genauso alt wie Marc Bartra. Also Marc Bartra, man hat irgendwie das Gefühl, wenn man den sieht, so dass er immer noch gefühlt 23 ist. Aber nee, man muss die Zahl umdrehen, er ist 32, dasselbe gilt für Coates. Aber ich habe mich in dem Fall für eine Variante entschieden, die auch sehr wahrscheinlich stark runtergehen wird mit Simon Kjær, der also nochmal sein Comeback feiert hier in Deutschland. War er nicht sogar auch beim HSV? Nee, oder? Simon Kjær, ich verwechsel den, glaube ich, mit irgendwem. War der nicht bei Wolfsburg? Ja, bei Wolfsburg weiß ich, aber ich glaube, ich verwechsel den da mit irgendeinem anderen Skandinavier, der auch mal bei... Ich verwechsel den bestimmt mit so Schjellbrett oder so damals noch vom HSV. 100%. Ja, aber wüsste ich jetzt nicht, dass Kjær Der war bei Wolfsburg. Ich guck gerade nach, der war bei Wolfsburg. Aber irgendwie verbinde ich den auch mit dem HSV.
Also ich habe ihn jetzt nicht deswegen geholt, sondern natürlich, weil er alt ist und gutes Rating. Ja. Aber ja, Simon Kjær, moin Digga, was geht? Okay, das heißt, du darfst all deine Spiele behalten und deine anderen willst du vielleicht noch gleich auflösen? Achso, ja, die würde ich gerne auflösen. Ich habe nämlich geholt Joao Paulo fürs zentrale Mittelfeld, noch ist ein 32-Jähriger aus der MLS mit einer 76. Dann habe ich als Stürmer Gift Orban von, ja, wo kommt der nochmal her? Von Gent, glaube ich. Gent, ja, so rum. Ja, genau, Gent, Genk, was auch immer. Verbrüggen, Saire Emery hatten wir ja schon. Dann Antonio Nusa habe ich von den Bayern geholt, die hatten den auch schon verpflichtet. Und dann habe ich noch David Costa, das ist ein Spieler mit auslaufendem Vertrag von Lens, glaube ich. Okay, also sehr solide, absolut stabile Transferphase. Fakt ist schon mal, ich muss einen Spieler mehr abstoßen als du. Du nämlich gar keinen, ich habe schon den einen, ich hoffe es bleibt dabei. Flügelposition, ich habe nämlich was Neues gemacht. RF oder LF ist dabei wirklich ganz egal. Es kommt zur Auswahl einmal Jakub Kaminski, wir haben dann Ander Berenekshea oder Barenekshea. Von Athletic Bilbao. Ganz genau, ja, richtig. Ja. Es geht dann weiter mit Mikhailo Mudryk, der jetzt auch endlich mal für Chelsea getroffen hat. Wir haben dann Amad Diallo und zu guter Letzt noch Arsen Zakarian, ist so ein Russe bei Real Sociedad, auch schon ewig Top-Talent in FIFA. Richtig, oder endlich auch mal FIFA, in FIFA reingekommen, glaube ich jetzt. Also der war lange nicht am Start, eher so ein Fußballmanager und so von der Partie. Ich würde auch einfach mal mit Zakarian gehen, also ich finde den echt cool, neu im Spiel. Vielleicht dachtest du dir dasselbe. Dachte ich mir nicht unbedingt, ja, weil ich habe mir Amad Diallo geholt, aber natürlich auch, doch, habe ich den schon auch auf dem Schirm gehabt, aber es ist Diallo geworden, heißt, ich darf den auf jeden Fall immerhin mal behalten, heißt, Victor Gomez muss gehen, ich darf aber Yilmaz behalten, Diallo und zu guter Letzt noch, der nicht mit in die Vierer- oder Fünfer-Auswahl kam, war Samu Costa, Spieler vom RCD Mallorca, 74, 22 Jahre alt, ist der neue Abräumer bei mir vor der Kette. Okay. Und dann muss es halt entweder Muheim oder Van de Bremt hinten rechts irgendwie regeln, aber ich glaube, das sollte das kleinste Problem sein. Und damit würde ich sagen, sind wir fertig. Ich stoße meinen Spieler jetzt auf jeden Fall gleich noch ab. Das dürft ihr jetzt gerne auch im Hintergrund natürlich gleich noch sehen. Wenn ich nochmal wüsste, wer es war und wo ich ihn finde, hier Victor Gomez, 1,2025 Millionen. Ja, hatte ich noch auf dem Konto. Spieler weg. Ich kümmere mich um Entwicklungspläne. Dennis wahrscheinlich auch. Und dann simulieren wir doch direkt an den 1. Januar. Ankunft am 1. Januar bedeutet Wintertransferphase, bedeutet aber für beide von uns auch, dass es keine weiteren Transfers geben wird. Bei Dennis stehen knappe 3 Millionen, bei mir 2. Ist solide, reicht aber natürlich nicht zwingend für einen Neuzugang, der uns auf jeden Fall in der Startelf verbessern könnte. Ja, bei mir muss sich gefühlt einiges verbessern, denn ich habe jetzt schon 12 Punkte Rückstand auf Platz 1. Schalke hat 45 Punkte, ich habe 33 und vor mir oder dazwischen kommt auch noch Hertha. Die haben tatsächlich 40 Zähler, 11 Siege, 7 Unentschieden, keine einzige Pflichtspielniederlage in der Liga. Dritter Platz ist okay, aber ist irgendwie halt auch nichts so Weltbewegendes. Bei dir besser? Fragezeichen? Ja, auf jeden Fall. 3 Ausrufezeichen dahinter. 18 Spiele, 15 Siege, 3 Unentschieden, keine Niederlage, 46 Tore, nur 17 Gegentore, 29er Tordifferenz. Der Zweitbeste hat eine von 10. Ich habe 48 Punkte auf dem Konto und bin jetzt auch schon 12 Punkte vom Zweiten. Das ist Schalke. Ja, also das ist absoluter Wahnsinn, muss ich wirklich auch mal hier wieder sagen, überragend, da liegen Welten dazwischen, also ich habe 33 Punkte, du 48, 15 Punkte Differenz, ich habe da absolut gar keine Chance, aber der HSV macht leider ja typische HSV-Dinge vielleicht, zumindest wenn es dann in die entscheidende Phase geht, die Mannschaft von mir ist gut, ja, ich würde eigentlich auch sagen, wir sind so die mitbeste Mannschaft, natürlich, klar, Hertha, Schalke, aber ich habe halt auch alle direkten Duelle verloren, darf sich in der Rückrunde aber super gerne ändern, Dennis also mit einem guten Vorsprung alleine in der Liga, den werde ich so rein punktuell wahrscheinlich auch nicht mehr aufholen. Aber mal gucken, vielleicht rettet der Pokal ja später so ein bisschen was. Da könnten wir jetzt auch schon rausfinden. Sind wir noch dabei? Ich bin es zumindest nicht mehr im Viertelfinale. Ich auch nicht. Viertelfinale nicht am Start. Und ich mache es gleich. Das kann ich schon mal ein bisschen spoilern in meinem Video. Erste Runde, Pokal aus. Willkommen mal wieder zurück. Braunschweig in der Liga noch davor. 3-1 besiegt. Damit das Skript aber richtig schwitzt und arbeitet und mich dann im Pokal, nächstes Spiel vor allem auch gegen Braunschweig dann im Pokal, 4-2 besiegen und mich rausschmeißen. Perfekt, Digga. Okay, das ist natürlich bitter. Ich habe da 3-1 gegen Rostock gewonnen, habe dann noch 3-1 gewonnen gegen Hannover und dann war Endstation leider bei der Hertha, ja, die mich tatsächlich in jedem direkten Duell bis dato geschlagen haben und die noch weiter ungeschlagen sind. Wirklich keine Pflichtspielniederlage für den Big City Club. Und damit heißt es jetzt, ich brauche ein bisschen Gas. Dennis, wahrscheinlich bei dir einfach nur noch so ein bisschen Verwaltungsmodus. Das würde vermutlich reichen, um aufzusteigen und vor allem auch Meister in der Liga 2 zu werden.
Schauen wir einfach mal. Ende der Saison, Punkte zählen, bis gleich. Starten wir also rein, Punkte zählen. Wir sind am Ende der Saison angekommen und bei mir ist es leider ein recht unverändertes Bild. Abgesehen davon, dass Schalke und Hertha Position getauscht haben, ja, es war eine deutlich bessere Rückrunde mit einigen Siegen, auch mal gegen die direkten Kontrahenten. Aber 66 Punkte unterm Strich reicht nur für Platz 3 und damit für 15 Punkte für mich in diesem Showdown. Und Dennis, also alles andere als 20 Punkte im Showdown und die Meisterschaft plus Aufstieg wäre wahrscheinlich eine Enttäuschung bei dir nach der Hinrunde. Ja, ich sag mal so, also mit 66 Punkten wärst du erstmal Zweiter bei mir. Das hat nämlich auch der Zweite mit Schalke. Ich habe, ja, das habe ich selten gesehen. Auch die zweite Liga ist ja gefühlt schlimmer als die Premier League, was so jeder Verein kann jeden Schlagen angeht. Ich habe aber nur 2 Niederlagen am Ende auf dem Konto und 90 Punkte. Also ich bin 24 Punkte vorm Zweiten, vor Schalke. Und jetzt kommen wir aber mal wieder zum Ding. In meinem Video am Ende auch thematisiert. Ich wurde trotzdem oder werde bald trotzdem entlassen. Ihr seht es, das Manager-Rating, das Ausrufezeichen. Es ist der Wahnsinn, Leute. Auch hier, ich kann mich nur noch mal aufregen. Der HSV dümpelt seit original 6 Jahren oder so in der scheiß zweiten Liga rum. Kriegt es nicht hin, Aufstieg zu packen. Und dann haben wir hier wirklich die ideale Zweitligasaison mit 90 Punkten. Klar, im Pokal früh ausgeschieden, das kann aber mal passieren. Und trotzdem bin ich kurz vor der Entlassung. Also es ist der absolute Wahnsinn. Die einzigen Ziele, die ich halt nicht erfüllt habe, ist der Pokal und die Jugend. Und die ist auf Mittel. Markenpräsenzziele erfüllt, Finanzenziele erfüllt, Ligameister geworden, auf was für eine Art. Ja, Digga, what can I say? Manager-Rating 43. Safe. Auf jeden Fall. Das ist ja wirklich dann kurz vor der Entlastung. Also richtig, das ist also ja, ich könnte jetzt wahrscheinlich eine Woche weiter simulieren, ohne dass was passiert, gespielt wird. Und dann werde ich bestimmt entlassen. Ja, und das ist tatsächlich leider traurig, weil das auf langfristige Sicht, egal ob für ein STG Showdown oder eine normale Karriere privat, halt einfach die schlechteste Grundvoraussetzung ist, die man sich so vorstellen kann. Auf jeden Fall. Leider Gottes. Ach, was soll man sagen? Ja, heißt aber, wie gesagt, 20 Punkte für dich, 15 für mich. Vielleicht ganz kurz zur Auflösung. Ich war ja in der Relegation. Okay, ach stimmt, auch hier wieder Dritter, ne? Ja, ja, ich habe 4-1 gegen Darmstadt gewonnen in der Gesamtwertung. Heißt, der HSV ist damit bei mir aufgestiegen. Immerhin, und immerhin. Ja, genau, immerhin. Gucken wir also noch auf den DFB-Pokal. Bei mir sind dann da auch keine weiteren Punkte mit dazugekommen. Das war ja klar. 0 für dich, 2 für mich. Genau. Heißt also, 3 Punkte Differenz noch immer. Aber bei der Saison bei dir müssen ja Trainer des Monatspreise en masse eigentlich da sein. Ich hoffe. Wir gucken mal wieder rein, wie viele Monate es jetzt insgesamt sind. Ich habe hier 2 Monate, wo nur gewonnen wurde. Hier nicht. Hier auch nicht. Dann haben wir 3 Monate, wo nur gewonnen wurde. 4 Monate, wo nur gewonnen wurde. Hier ein Unentschieden. 5 Monate, wo nur gewonnen wurde. Und ja, hier noch ein Unentschieden. Also 5 Monate, wo eigentlich prinzipiell safe so ein Trainer des Monatspreis drin ist. Und ich gucke rein, es sind am Ende sage und schreibe 2 Stück. Okay, bei mir tatsächlich auch. Ja, geil, Digga. Ey, Karrieremodus, Junge. Ihr wollt mich doch komplett verarschen. Was muss ich machen, um einen Trainer des Monatspreis zu gewinnen? Muss ich beim DFL mal schön hier machen oder was? Digga, real talk, man. 2 Stück. Ich hab zwei Spiele im Jahr verloren. Junge, wollen die mich rollen? Oh mein Gott, Alter. Egal. Aber leider kann ich so schon mal nicht mehr aufholen, wenn dann nur noch zu einem Unentschieden. Heißt, ich müsste aber alle 3 Statistikpunkte holen. Ja, schauen wir doch einfach mal rein. Gehen wir auf die Torhüter-Position. Die muss ja bei dir eigentlich recht stabil sein. Bei 90 Punkten insgesamt, das ist ja Wahnsinn. Auf jeden Fall. Aber trotzdem stehen da auch nur 6 Spiele zu 0. Okay, heißt, der Punkt geht an mich. Heuer Fernandes steht da mit einer 10. Ah, stabil, Digga, Hammer. Das ist stabil, aber ich glaube, damit war es das dann auch, denn meine Vorlagen, die sind mit 6 absolut bodenlos. Ja, da könnte ich noch João Paulo ins Rennen schicken, der hat auch 6, aber ich gehe mal lieber mit Zaire Emery oder Ferrer rein, die haben 11 oder 12. Okay, also ist schon mal klar, der Showdown geht auch hier wieder an dich. Ey Mann, ich bin sowas von in der Krise, aber mal gucken, vielleicht komme ich irgendwann raus aus dem Loch. Zu guter Letzt noch bester Torschütze, ich habe 2 Stück, die 2-stellig sind, Amatiano 15 und Robert Glatzel mit 18. Okay, ich habe Costa 13, Ferrei 14, aber Gift Orban war für die zweite Bundesliga auch mehr als nur Gift und 25 Dinge hat er da reingeschenkt, 4 Vorlagen noch daneben gemacht. Ja, ich bin sehr zufrieden. Okay, sehr, sehr stark. Ja, da muss ich fairerweise auch wieder anerkennen, es geht verdient an dich mit 24 zu 20. Also 4 Punkte Differenz in einem Jahr. Ja, hätte natürlich wieder ein bisschen besser laufen können, im besten Fall auch sollen, aber es sollte einfach dann unterm Strich halt auch nicht sein. Immerhin aber, du Meister, ich in der Relegation mit dem HSV aufgestiegen und dann würde ich sagen, sind wir damit auch offiziell am Ende dieser Folge. Wollen wir die Mannschaften noch kurz vergleichen? Oh, können wir gerne machen, ja. Ja, genau, safe. Natürlich. Würde mich interessieren auf jeden Fall. Ja, würde mich auch interessieren. Fangen wir doch auf der Torhüter-Position an. Bei dir ist es hat eine 78. Ja, okay. Heuer Fernandes hat eine 76 bei mir. Okay, dann habe ich eine Dreierkette, aber ich nehme mal noch einen Mittelfeldspieler dazu. Da habe ich dann 73, 78, 73 und nochmal 78. Okay, ich habe 74, 73, 74, 79. Okay, stark. Dann habe ich Dreier-Mittelfeld sozusagen 75, 75, 73.
Ich habe 75, 76, 76. Okay, stark. Und dann vorne meine drei: Ferrei 76, Orban 79, Costa 77. Ich habe Dompe 75, Glatzel 74, Diallo 79. Okay, auch nicht schlecht. Also es kommt aber ich glaube irgendwo, dass du gar nicht mal so viel schlechter performst eigentlich. Also ich habe schon eigentlich das Gefühl gehabt, dass ich eine viel, viel bessere Mannschaft hatte. Zumindest von den Ergebnissen so. Aber war nicht wirklich der Fall. Aber da merkt man wieder, Simulation ist auch ein Ding für sich. Neben dem Manager-Rating. Definitiv. Aber ich würde sagen, du bist so minimal im Kollektiv besser als ich, was das Gesamtrating angeht. Die Dreierkette. Ja. Julian Nagelsmann, Type-Beat hier einfach. Die zweite Liga komplett hops genommen, sage ich mal. Ja, definitiv. Vielleicht hat ja jemand Bock von euch, das in die Kommentare zu schreiben, wie das Gesamtrating ist von Dennis und von mir bezogen auf die Startelf. Und dann aber wirklich, sind wir jetzt am Ende angekommen dieser Folge, die euch hoffentlich gefallen hat. Dennis hat gleich auf jeden Fall nochmal das Schlusswort. Sein Video findet ihr über den ersten Link in der Videobeschreibung. Lasst gerne einen Kommentar da. Wollt ihr sowas öfter sehen? Sonntag oder Samstag? Auf jeden Fall am Wochenende geht es natürlich weiter. Zwei Saison Showdown. Da gehen wir morgen dann in die Aufnahme. Lasst Liebe da, um nichts mehr zu verpassen. Kostenlos abonnieren. Und dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Danke auch, dass ihr bis zum Ende geschaut habt. Und Dennis beendet dieses Video. Ja, Leute, was soll ich sagen? Also es beginnt gut in FC24. Ich glaube, letztes Jahr war es das absolute Gegenteil. Da habe ich jeden Showdown gefühlt aufs Neue verloren. Ich hoffe aber, Chris wird genauso wie ich auch wieder zurückkommen. Und ich gehe auch stark davon aus, Leute, von meinem Kanal, wenn ihr rüberkommen seid, unbedingt hier lieber da lassen. Auch ein Abo, falls ihr neu bei Chris seid. Und dann sehen wir uns hoffentlich diese Woche am Wochenende wieder. Bei zwei Saison Showdown. Haut rein, Leute. Ciao, ciao. So, rennen. Haha.